Wir vom Volksverpetzer kämpfen seit Jahren gegen Desinformation, Populismus, Wissenschaftsfeindlichkeit. Die Rede ist von Trumpismus, von extremem Populismus, bewusster Missachtung aller Fakten. Und der ist leider bei uns auch in Deutschland angekommen. Das war mit der rechtsextremen AfD schon seit einigen Jahren der Fall. Aber spätestens seit Erding sehen wir, dieses Gift sickert gerade in die demokratischen Parteien und in die Mitte der Gesellschaft. Im Publikum von Erding, wie Recherchen von uns gezeigt haben, war auch genau das Klientel, das von so einer Sprache angesprochen wird. Rechtsextreme, Klimawandelleugner, Querdenker, Russlandfreunde, radikale Impfgegner. Die Schilder, die wir gesehen haben, war Klima-Aktzocke, Nein zur Ökodiktatur und ich muss sie alle gar nicht erwähnen. Wir brauchen das nicht. Wenn Desinformation, Fake News und Verschwörungsmythen wissenschaftliche Fakten in der öffentlichen Wahrnehmung ersetzen, dann ist das der Anfang vom Ende der Demokratie. Unser Motto lautet genau deswegen, keine Demokratie ohne Fakten. Ohne dass es so etwas auch nur annähernd ernsthaft von irgendwem vorgeschlagen worden sei, redeten Söder und Aiwanger von Zwangsveganisierung oder Fleischverbot. Das sind populistische Lügen, die aufrechten Demokraten nicht in den Mund kommen sollten. Aber diese Desinformation hat Methode und Kalkül, wie Gruber, Söder, Aiwanger die Menge rund um das Gebäudeenergiegesetz mit Unwahrheiten aufheizen, war ein Bilderbuchbeispiel extrem rechter Propaganda. Vorangegangen natürlich auch eine massive Desinformationskampagne der Bild-Zeitung. Man darf den politischen Gegner kritisieren, man darf gegen Gesetzesentwürfe demonstrieren. Aber ich wette, so gut wie niemand, der dort war, hatte auch nur einen blassen Schimmer, was wirklich im Gesetzesentwurf stand. Und den meisten dort war es leider auch egal. Es ging nur darum, dagegen zu sein, sein hasserfülltes Feindbild zu bedienen. Die AfD bedankt sich dafür, dass ihr Hass und ihre Lügen jetzt vermeintlich bestätigt werden. Es ist harte Arbeit, wissenschaftliche Fakten wieder nachhaltig attraktiv zu machen. Die Kampagnen der Fossillobby, Zeitungen wie die des Axel Springer Verlags, Bild und Welt, haben ihr Ziel der Desinformation bis zur völligen Verunsicherung letzten Monat absolut erreicht. Leider sogar nachhaltig in dem Sinne, dass aus einer durchaus sinnvollen Gesetzesvorlage nun ein Papier geworden ist, das uns wahrscheinlich nicht helfen wird, auch nur ansatzweise unsere zugesagten Klimaziele zu erfüllen. Ich liebe Science Fiction. Vor 50 Jahren war es der Traum von fliegenden Autos. Jetzt sind es Themen wie Wasserstoff und E-Fuels, aber wir sind in der Realität. Wir haben leider keine Zeit für minimale Wahrscheinlichkeiten, für Fantastereien, irgendwann mal in zig Jahren grünen Wasserstoff oder E-Fuels vielleicht mal einigermaßen effizient produzieren zu können. Die Wissenschaft warnt vor diesen Scheinlösungen, die nur als Ausreden dienen sollen, effektiven Klimaschutz zu durchlöchern. Wir brauchen existierende, bewährte Technologie wie Wasser- und Windkraft, Solar, gerne auch mit Wärmepumpen, also sichere und bezahlbare Energie. Aber das ist das Problem. Diese Debatte wird nicht geführt. Wir diskutieren über Wärmepumpen, die angeblich Atombomben sein sollen, oder sprechen über frei erfundene Fleischverbote. Ökonomie und Ökologie lassen sich nicht trennen, weder in der Industrie noch in der Landwirtschaft. Vernünftige Wirtschaft funktioniert nur, wenn wir nachhaltig handeln. Sonst wird es irgendwann unbezahlbar. Das sind Fakten, das sind die Stimmen der Wissenschaftler, die durch diese Lügen und den Populismus übertönt werden. Und wir müssen versuchen, dass sie gehört werden. Die Klimakatastrophe ist real. Wir leiden unter Dürre, Hochwasser, Gletscherschmelze, Bergrutschen. Und hier bin ich noch nicht bei der globalen Sichtweise. Hier bin ich noch sehr regional. Wir spüren die Auswirkungen jetzt schon am eigenen Leib. Studien belegen, dass der Klimawandel jetzt schon Extremwetter wahrscheinlicher macht. Daher müssen wir global denken, aber dort handeln, wo wir es können. Noch können wir es einigermaßen sozialverträglich tun. Wir sind in einer Transformation, in der wir vieles überdenken müssen. Nicht nur Technologie, sondern auch unsere aller Gewohnheiten. Der Markt regelt vieles, aber vieles zugunsten weniger. Wir haben am Beispiel des russischen Überfalls auf die Ukraine auch Auswirkungen sehr persönlich gespürt. Extreme Abhängigkeiten und die Energiekrise sind direkte Auswirkungen kurzsichtiger Politik. Eine Abhängigkeit von Öl und Gas, auch eingebrockt durch die gleichen Lobbys, die jetzt fahrlässig mit Desinformation die Debatten anheizen. Hier müssen wir uns unabhängig machen, auch um soziale Krisen bestmöglich zu vermeiden. Wir müssen jederzeit offline und online Gegenrede halten, wenn die Demokratiefeinde uns einen Bären aufbinden wollen. Und noch viel wichtiger, Menschen und Parteien wie die AfD, die skrupellos Hass und Lügen verbreiten, müssen für aufrechte Demokraten als die Feinde der Demokratie betrachtet werden, die sie sind. Und nicht als Inspiration, wie wir es schändlicherweise in Erding sehen mussten. Ich habe in der Pandemie zwei Dinge gelernt. Erstens, es gibt Akteure, die mit vollem Bewusstsein manipulieren und täuschen. Aber auf der anderen Seite, es gibt viel, viel mehr Menschen, die für die Wahrheit, die Demokratie und für den Zusammenhalt stehen. Wir lassen uns nicht durch Hass und Lügen spalten. Helft bitte alle mit,
dass wir wieder an schöne Dinge denken, wenn wir von Erding hören, nicht an Populisten und deren hörige und laut drohende Follower. Helft mit, helft uns, verbreitet Fakten. Danke. Danke. Danke.